Batman lebt. Nicht in Gotham City, sondern in Frankfurt. Max Koga, wie der Held aus dem Comic, führt ein Doppelleben. Das ist Max Koga bei Tageslicht. Der deutsche Star in der MMA-Szene. Im Kampfsport hat er es bis zum Champion im Federgewicht gebracht. In der ersten Runde schon solche Fragen beantwortet sind. Und dann sieht es wieder mal. Und das ist Max Koga in der Dunkelheit. Chef des legendären Frankfurter Nachtclubs Peak Dame. Mitten im Bahnhofsviertel, zwischen Drogen und Prostitution. Den Familienbetrieb hat Max von seinem Vater übernommen. Ein Erbe mit Vergangenheit. Denn früher war die Peak Dame ein Stripclub. Ich bin da aufgewachsen, auch das macht mich aus. Und wenn ich hier auf der Matte bin, habe ich nur mit Leuten zu tun, die für mich wie Familie sind. Wenn ich in meinem Club bin, habe ich Leute um mich herum, die auch meine Familie sind. Familie und Freunde sind Max Koga heilig. Wir treffen ihn in einer Halle im Osten Frankfurts. Hier trainiert der MMA-Profi dreimal die Woche. Am liebsten mit ihm, seinem Freund und Sparringspartner Redouan Bentaleb. Im Käfig heißt Max Mad Max. MMA, Mixed Martial Arts, ist eine Mischung aus Boxen, Ringen, Judo und Jiu-Jitsu. Verdammt hart. Schon als Kind musste Max sich verteidigen. Er lernt früh zu kämpfen. Angefangen mit dem Kampfsport habe ich als kleines Kind, so wie die meisten, aus Selbstverteidigungsgründen. In der Grundschule wurde ich geschlagen, ich wurde gehänselt und meine Mutter hat viel Wert darauf gelegt, dass ich ein Kind bin, das weiß, wie es sich verteidigt. Nicht ohne Grund, denn Max' Kindheit ist alles andere als gewöhnlich. Er wächst im Peak Dame auf, mitten im gefährlichen Rotlichtviertel Frankfurts. Max' Großvater eröffnet das Peak Dame 1959, damals als Kabarett. Ein Stripclub. Und Max mittendrin. Eine der Striptänzerinnen ist Max' Mutter. Sie hat eine Affäre mit dem Juniorchef der Peak Dame, Max' Vater. Ich musste mir teils mein Zimmer, auch mein Bett mit Tänzerinnen teilen. Und das ist natürlich als Kind dann nicht so einfach. Links und rechts, ich bin ja auch in die Schule gegangen, war das bei allen anderen Kindern nicht ganz normal, bis spät in die Nacht wach zu bleiben, dass keiner zu Hause ist, dass ich nachts in den Clubs rumhänge. Aber es hat mir immer Spaß gemacht und ich kannte es auch nicht anders. Die Beziehung der Eltern zerbricht. Als junger Mann zieht Max zu seinem Vater. Eine Kindheit und Jugend in der Elbestraße, mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ein hartes Pflaster. Hier liegt die Peak Dame. Und ausgerechnet hier sucht Max den Weg in die Seriosität. Er verwandelt die Peak Dame vom Stripclub zur hippen Party-Location. Seit der Wiedereröffnung 2021 ist er der Chef. Das Bahnhofsviertel ist für mich eine Riesenherausforderung. Ich glaube, es gibt kaum ein Viertel, das so hart zusammenhält, weil wir halt auch einfach zusammenhalten müssen. Max' Vorteil, er kommt von hier, weiß genau, was abgeht. So, wir biegen jetzt. Oder wir laufen gerade klinisch auf die Moselstraße zu. Moselstraße ist ein bisschen härter. Beziehungsweise die Moselstraße ist jetzt geteilt. Die Taunus spaltet sie sozusagen. Hier Bierbars, Table Dance Läden. Die gibt es schon ganz lange so aus der alten Zeit vom Bahnhof. Hier habt ihr auch nochmal ein Bordell, Sex Inn. Ich sag mal, wenn man von der Taunusstraße nach links geht, sieht ein bisschen nach Rotlichtmilieu aus. Wenn ihr nach rechts geht, wird es deftig, denn da ist der härteste Dreh- und Angelpunkt Mosel, Ecke Nidder. Was so die Drogensituation angeht. Also Leute, die sich unwohl fühlen, was das angeht, sollten dann einfach nicht da lang gehen. In der Peak Dame will Max DJs groß rausbringen. Das Musikbusiness ist ein weiteres neues Standbein von ihm. Auf der Peak Dame hat Max ein Haus gebaut. 13 Wohnungen. Einziehen dürfen die, die Max' Leidenschaft für die Familie, den Club und den Sport teilen. Die meisten sind Familie und Freunde. Treffpunkt ist der Fitnessraum. Viele arbeiten auch im Club, sind jeden Tag zusammen. Und man hat auch so immer jemanden da. Ist schon sehr, sehr schön. Ich meine, wir machen das jetzt auch nicht seit gestern. Wir kennen uns ewig, haben schon einiges durch miteinander. 23 Uhr. Es wird voll in der Peak Dame. Heute legt DJ Bacci auf. Er ist aus der Ukraine geflohen. Max gibt ihm in seinem Club eine Chance. Er produziert seine Musik und managt ihn. Er organisiert für Bacci einen Auftritt im berühmten Szeneclub Tantra auf Ibiza. Max' nächstes Ziel, als Musikproduzent mit seinen DJs die legendären Clubs von Ibiza erobern. MMA, Nachtclub, Musikproduzent und Ibiza. Max Koga,
Der Batman Frankfurts scheint nie zu schlafen. Er lebt nicht nur in zwei, sondern in vielen Welten. Ja, Max, ganz ehrlich. Wann schläfst du und wie viel? Das ist tatsächlich ein großes Problem, den Schlaf zu managen. Aber ich bin es nicht anders gewohnt. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Deswegen, ich habe des Öfteren ein paar Mittagsschlafeinheiten, die ich da nachhole. Also so ein Powernap. Sozusagen, aber du kommst doch niemals auf mehr als 5 Stunden, oder? Also es kommt natürlich auf den Tag an, gerade Wochenende. Wochenende ist schwierig, weil wir mittags natürlich Training haben. Und nachts habe ich Clubbetrieb. Da wird es schon manchmal schwierig, aber was muss, das muss. Ich mache das gerne und diesen Spagat, den mache ich auch nicht seit gestern. Augen auf bei der Berufswahl. Ja, ganz genau. Aber vielleicht kannst du uns noch mal erklären, was genau ist MMA? MMA steht für Mixed Martial Arts, gemischte Kampfkünste. Kampfsportarten wie Judo, Ringen, Boxen, Kickboxen, Jiu-Jitsu und noch viele weitere werden gemischt. Und zwei Athleten, zwei Profikämpfer treten in einem stiloffenen Wettkampf gegeneinander an und haben die Möglichkeit durch Aufgabegriffe, man kennt es ja vom Judo, Armhebel beispielsweise oder wie beim Boxen durch ein K.O. zu gewinnen. Und deswegen ist es für mich halt einfach auch die Königsdisziplin im Kampfsport. Aber es gibt trotzdem Regeln, ne? Also, selbstverständlich. Viele Laien denken so, die hauen sich mal richtig auf die Mappe und bis einer halt liegen bleibt. Sondern was ist verboten? Es ist ein Vollkontaktsport. Klar, Genitalien, alles was den Hinterkopf angeht, die Wirbelsäule, Nacken, solche Sachen sind verboten. Ansonsten, wie gesagt, Haare ziehen, strengstens verboten, kneifen, nicht, ne? Beißen. Weil ich das früher gemacht habe in der Schule. Ja, ist okay. Subtil wollte ich es ansprechen. Ist raus jetzt, ist okay. Ich muss dir leider die traurige Nachricht mitteilen, du kannst keine MMA-Kämpferin. Ich wollte sie gerade anbieten, ja. Aber ja, ich habe mich weiterentwickelt. Wartet's ab. Aber der Hype ist ja unbeschreiblich. Ich glaube ja, selbst Mark Zuckerberg und Elon Musk wollen ja gegeneinander kämpfen. Woher kommt das? Okay. Was glaubst du? Ich denke, das ist einmal, Social Media hat viel dazu beigetragen. Dann auch natürlich YouTube. Die Darstellung der Kämpfer ist einfach heute eine ganz andere. Die Leute haben verstanden, dass die Leute, die professionell diesen Sport ausüben, keine Assis sind. Dass das wirkliche professionelle Athleten sind, die mehrfach am Tag trainieren müssen, um überhaupt in diesem Sport bestehen zu können. Und ja, das ist halt einfach so eine Aufklärungssache, sag ich mal. Du bist Profisportler. Du hast einen eigenen Club. Dann bist du auch noch Musikproduzent. Bleibt irgendwas auf der Strecke? Hast du Zeit für Family, für Kinder? Auf was musst du verzichten? In der Tat ist es wirklich so, dass ich mich komplett der Arbeit hingebe. Aber es ist auch so, dass Arbeit und Privatleben Hand in Hand gehen. Also wenn ich bei mir im MMA Spirit bin, die sind wie Familie für mich. Ich trainiere seit vielen, vielen Jahren. In der Peak Dame ist es auch Familie. Und alles, was ich so links und rechts zusätzlich noch mache, kopple ich einfach mit den Leuten, die extrem eng sind, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Deswegen ist das einfach so dann in Einklang zu bringen. Und ganz ehrlich, wie hilfreich ist es so, MMA-Fähigkeiten, wenn man einen Club im Frankfurter Bahnhofsviertel hat? Gibt es da Schnittmengen? Natürlich ist es ein sozialer Brennpunkt. Ja. Das ist ein gefährliches Pflaster. Aber ich praktiziere Kampfsport nicht, um das dann für die Straße zu verwenden. Ganz im Gegenteil, es ist Gewaltprävention. Wenn man versteht, was passiert, oder wenn man allein schon weiß, was man machen muss in einer Gefahrensituation, ist es einfach extrem hilfreich. Es ist besser, einfach Expertise zu haben, anstatt nichts zu wissen und dann irgendwie exakt Vorbereitung. Aber du nutzt den Sport ja auch, um Integration in deinem Viertel zu fördern. Wie gehst du daran? Vielleicht kannst du uns ein Beispiel nennen. Es ist so, ich habe eine Stiftung gegründet mit einem meiner besten Freunde in Afrika. Dann habe ich noch einen Verein gegründet, auch für die Stadt Frankfurt, um einfach Kinder von der Straße wegzubekommen. Und Sport ist einfach das Medium, um das zu tun. Sport hat mir Struktur gegeben. Die Disziplin, die ich dadurch gelernt habe, hilft auf jeden Fall auch anderen Menschen. Und gerade im Bahnhofsviertel, im Frankfurter Bahnhofsviertel, sieht man einfach, was passiert, wenn man an Drogen gerät. Ja? Mhm. So schön wie dieses Viertel ist, so deftig kann es und so schlimm kann es natürlich auf der anderen Seite auch sein. Also ich war da letztens, weil ich da zur Frankfurter Buchmesse musste und ich muss Hast dich verlaufen? Mal, ich habe mich leider tatsächlich verlaufen. Und dieses Bahnhofsviertel war ja schon immer schlimm. Hast du irgendwie das Gefühl, dass sich das jemals entspannen könnte? Es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite haben wir super Gastronomen, wir haben Artisten, wir haben Top-Künstler auf Weltniveau. Und die Drogensituation zeigt natürlich auch, dass das Viertel wirklich
stark kippen kann. Es ist ein extremes Kontrastspiel, das es nirgendwo in Deutschland noch mal so gibt. Ja. Ob du glaubst, dass es irgendwann mal entspannter wird da? Man muss sich anpassen, man braucht viel Geduld. Und aufgrund der politischen Situation und Corona hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das noch mal gekippt ist. Wir waren 2016 in der New York Times als eines der aufstrebendsten Viertel der ganzen Welt. Corona hat einen wirklichen Einbruch gesorgt. Und ich bin jetzt einer derjenigen, die natürlich versuchen, dort wieder anzudocken. Dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass das auch klappt. Max, vielen Dank, schön, dass du bei uns warst. Ich habe noch was für euch. Oh ja, ganz schnell. Für euch zwei T-Shirts und da könnt ihr ein bisschen nachlesen über die Du bist auch noch Autor. Du hast auch noch ein Buch geschrieben, das ist der Wahnsinn. Guck mal hier. Da muss ich noch ein bisschen trainieren, dass ich da nicht dreimal rein. Und dann sind wir alle glücklich. Danke, Max.